Cage war hier, Cage war zu Besuch. Wir hatten im Gymnasium ein großes Tanzkonzert organisiert und Pike hat gesagt, dann machen wir am Tag danach, ich glaube 5. Oktober, machen wir ein Hommage an John Cage. Er hat ein riesen Motorrad oben haben wollen, eine Glasscheibe, große Ventilatoren wegen dem Gestank. Das haben wir alles darauf geschleppt, die enge Treppe. Und dann hat er halt das Konzert gemacht. Und wir haben eins war nachmittags und eins war nachts, zwei Konzerte. Und Cage hat an dem Tag, war das ganze Fenster aufgestellt, als er schreckt, hat Post zerrissen und zur Straße rausgeschmissen. Ne? Alles hier zum Fenster rausgeschmissen. Wir wollen vorbei, wir machen gerade ein Interview. Wenn da oben Konzert war, es war ja kein isolierter Raum, dann war, das hat man natürlich hier unten gehört. Und dann kamen natürlich hier unten auch die Leute, wenn Pike oben was gemacht hat. Können Sie denn innerhalb von dem Konzert, wie viele sind, welche Leute sind gekommen und dann ist angefangen bis Ende, das ist, möglichst die wichtigsten Momente gut darstellen? Das ist nicht einfach, denn in meinem Gehirn mischt sich das ja auch. Ne? Das ist ja 45 Jahre später. Ich weiß nur, dass jedes, während des internationalen Festivals für neue Musik, International Festival for Modern Music, was here in the summer and in autumn, this whole summer was real music event in Cologne. So we did concerts in the afternoon and after the official concerts of the radio station. And it was mostly Pike, Rossotti, Cage who did the performance, together with the artist who did the painting. Das Pearson Piece ist für seine Gemeinschaftskomposition von Pearson und Rossotti für Stimme und Klavier. Die phonetische Vorlage ist von Pearson und die Komposition von Busotti, also so war die Zusammenarbeit. And Pike was in so far the most shocking, because it was new what he did. It was not just another piece of new music, but it was action, an artist in action. He did music, he played music, he drew with his necktie dancing on the floor, he painted on a black wall. We had a tafel, a blackboard from school, and there's a wonderful photo where he writes down, "Are you gentlemen?" And afterwards he throws the piano down and screams. So it's always the polarity of something very sensitive and very brutal. He had a large scale of very small and very big and very silent and very loud, which of course I think was the major impact and the major impression he gave to the other artists. Yeah, the proceeding was that he needed certain material and then he had certain tape recordings and then we closed the window and made it black and he rehearsed. We never knew would he do the same thing in the evening. I was just organizing and helping him to get everything. The people came after the concert, there was no ticket, no entrance fee. Was free and only on invitation. So we had only invited people. That gave him a safe and secure space where he could work. And he exchanged with Helms, the poet, when Helms was reading and Pike later did his. It was not only Pike alone. Such an evening was many people. So somebody played percussion somewhere and then came Pike's piece. Two concerts was only Pike, but it was also in the background with the other musicians, so they shared. What he did on the concert with Cage was that he did homage to John Cage, so Cage was there, David Tudor was there, another many American musicians were there, and he started to play the piano in the middle of, and he played classic music, and in the middle of the music he suddenly stopped and screamed and banged his hand against the keyboard. And then he stood up, went round the piano, threw the piano on the ground, rushed to the floor, took a broom, a stick, and fired into the audience. And then came loud noises from the tape machine. And I think it was screaming of war. It was screaming women and children. So he was playing soldier. Chopin was still in our ears. And everybody was so more or less shocked. Then he suddenly went up, and there was a bathtub with water. He jumped into the bathtub, shampooed his own hair. Then he went to John Cage and to David Tudor, put shampoo on their hair,
washed the head, and they were all full of foam. Then he went back to his stuff, came with a big scissor, no? And he tried to cut John Cage's skirt. But then he remembered that in Darmstadt, where he had seen John Cage 2 years before, John Cage had washed his shirt with a little brush. So he thought, maybe he has only one skirt on the whole trip, so I better don't cut that. So he cut the tie. But the tie was imprisoned from Suzuki. Cage muss sich was Besonderes dabei gedacht haben, als da wieder mal so ganz gut angezogen auftreten. Das war eine Pointe, eine vielleicht etwas ironische Pointe. Nun gut, also jedenfalls normalerweise trug Cage keine Krawatte. Und als er mal eine trug, wurde es eben abgeschnitten. Und das im Rahmen der Aufführung einer Komposition, die ihm gewidmet war, deren Titel schon lautet Hommage à John Cage. Nicht nur gewidmet, sondern die Widmung ist der Titel des Werks. But Cage was very brave. I was sitting behind him in the next row and he had wet shirt, so sweat. He was scared. He later told me, I don't know what happens. You never know how serious Pike was. And he was in trance. So when he took the scissor, it was not easy. But Cage stood there very silently and then cut the tie. He only cut the tie, nothing else. Of course, cutting the ties has also to do with Cologne. In Cologne, we have a certain festival called Carnival, where everybody gets crazy. Everything which is forbidden is then allowed. And there's one day on Weiberfastnacht, which is called Women's Carnival, where the women choose the men. So when you want a woman, you go to Carnival here and the women just come over. And they cut the tie of the man. Das ist ein Kastrationssymbol. Ne? So Weiberfastnacht, da herrschen die Weiber und kastrieren die Männer. Nicht? Das ist symbolisch. Now it's our day, so they cut the ties. So it has a symbol to the city, to female revolution, to Suzuki, to so what is that's typical for Pike. He combines things. He goes somewhere, he finds something, and he makes something with it. Right? So he comes to Europe, he studies our philosophy, he takes a Chopin piece, and makes something out of it. And he brings it in the concept of his own culture. And that is the interesting part. But he also cut his own hand, because the glass was very interesting, because when he did the loud sound, when he threw the piano, the glass was vibrating. It was standing, it was vibrating. And then in the end, he smashed the hand into the glass and it was bleeding. So he didn't care. He was risking his own body. So we were pretty frightened, but then also hopefully he didn't cut the main blood. And so he left the room after he had smashed the glass. He stopped the motorcycle. The motorcycle was making a lot of noise. He stopped it. The ventilation system was still sucking the oil and the benzene fumes out. And then it became very silent. Everything had stopped and he was very silent. Like I said before, he was very extreme. After a very loud, noisy shock, he did maybe, if he would have a violin, he would play a very tender melody. He had a friend, Kenji Kobayashi. He was a violinist, so they sometimes worked together. So when Pike did his horror thing, or his shocking things, then Kenji played. Elegantly dressed, he played the violin. So it was about extremes and about bringing extremes together. Now we were all pretty scared for him because he was bleeding. So he went outside and he had planned it all before. It looked at spontaneous, but he had planned it because he had microphoned the telephone. So we were still sitting there waiting if he comes back, or he just maybe washed his hand, whatever, and he didn't come back. And then came a telephone call, it's over, the concert is over, no? And then we knew nothing happened. And then of course he comes up, and then came after the concert. We stayed together sometimes in the early morning because people from all over the world, they wanted to talk to him. And then he gave the most craziest answers. He always did absurd answers. No? When you approach him rationally, he gives an absurd answer. When you approach him sluggy or bohemian, he gave a philosophic answer. So it was always
the counterbalance. In that sense, he was a composer. He studied contrapunt. Contrapunt is exactly that in music, what he did with his talks and with his answers. Ich habe das damals gedeutet als einen Ausbruch der Kunst aus dem abgezirkelten ästhetischen Bereich. Also die ästhetische Distanz zum Betrachter, die so das Erhabene des Kunstwerks ausmacht, nicht, dass es ein wenig fern ist, nicht herausgehoben aus der Kontinuität der empirischen Welt. Das hat der Peik kassiert. Nicht, das sind diese Momente in der Komposition, auch der Rosenkranz, den er ins Publikum wirft. Ich habe ihn nie an den Kopf bekommen, aber das, für den, der ihn an den Kopf bekam, war das schmerzhaft. Und wenn er das machte, bekam man Angst, man duckte sich weg. Das ist viel später dann, glaube ich, von Grotowski und vom Rotin Theatre, so von gewissen avantgardistischen Theatertruppen übernommen worden. Ich glaube, der Erste, der so etwas gemacht hat, eine wirkliche physische Aggression gegen das Auditorium gerichtet, gegen die Zuhörer und Zuschauer, war wohl schon Peik. Jedenfalls, ich kannte damals nichts anderes. Für mich war das das erste Mal und das war ein Schock. Improvisiert war es nur zum Teil, einiges war improvisiert. Aber Cage zum Beispiel ist ein absoluter Improvisationsgegner gewesen. Da musste man sich eben für jede Aufführung eine neue Version ausarbeiten. Und die dann so streng spielen, als wäre es von Beethoven oder von Max Reger. Cage war ein ausgesprochener Gegner des ganzen Improvisationswesens. Und bei Busotti war das so ein bisschen dazwischen. Nicht? Also auch von Cage beeinflusst. Nicht? Und also Elaboration von Versionen, das spielte schon eine Rolle. Aber es waren bei Busotti viel mehr spontane Freiheiten drin, die er dann später wieder abgeschafft hat. Das war nur damals so eine Explosion, eine libertäre Explosion. Mi interessavano i rapporti erotici. E il linguaggio non è necessariamente legato a una lingua qualunque, insomma, un linguaggio molto libero. Das offizielle Kunstleben im Allgemeinen und das Musikleben im Besonderen nicht mehr ertrugen. Das fand mir also wirklich zum Kotzen. Und entsprechend wurde dann da gekotzt. Ne? Und wir haben richtig bedauert, die Komponisten wie Stockhausen, die damals, ne, dieses Kontrafestival bei der Mary fand ja gleichzeitig mit dem offiziellen Weltmusikfest der IGNM statt. Da war die Uraufführung der Kontakte von Stockhausen. Aber bei Mary war er auch dabei. Also er war der Einzige, der auf beiden Schultern was trug. Und dass er sich da nicht dieselbe, in der Situation, einfach nicht dieselbe Einseitigkeit erlauben konnte wie wir. Dafür haben wir ihn bedauert. Da war eine gewisse Mitleidsempfindung mit dem Spiel. Dass er offiziell auftreten muss beim IGNM Weltmusikfest. Naja, er musste. Die Originale sind ein Theaterstück, das einzige, das ich kenne bis heute, wo die auftretenden Personen sie selber sind, sich selbst spielen. Im vierten Piece von Cage ist das auch der Fall, aber da spielen sich die Mitwirkenden nicht selbst als Personen, sondern als Funktionen. Nicht, dass der eine Musiker ist und der andere Schauspieler und einer Tänzer und einer Beleuchter. Also er spielt sich als
als Vertreter seines Faches. An den Originalen von Stockhausen spielt sich jeder als die Person, die er ist. Wobei der Beruf, den jeder hat oder nicht hat, eine Äußerlichkeit ist, die gar nicht so wichtig ist. Auf die Person kommt es an, in dem Stockhausenschen Stück. Das ist die große Differenz zum Theater Piece von Cage. Der Originale, die wir eben dann hier aufführen, das ist ein ganz herrliches Stück, wo eben beides ist. Stockhausen hat die Kontakte komponiert, das ist ein elektronisches Tonband. Als er merkte, dass elektronische Musik alleine recht langweilig ist, weil die Leute eigentlich gewohnt sind, Musik zu sehen, hat er, weil sie gucken wollen, dann hat er, wie gesagt, Musiker dazugesetzt, die einspielen auf das Band, dazuspielen, Klavier und Schlagzeug, und dazu wird dann quasi, wir haben es Original genannt, hat er im Grunde alle Typen, die bei mir im Atelier was gemacht haben, hat er da reingesetzt, in diese Partitur. Und die durften dann in einer bestimmten Zeit sich verwirklichen. Oder das, was sie auszudrücken haben, auszudrücken. Und da war Peik meisterhaft. Da hat er jeden Tag irgendetwas anderes gemacht und jedes Mal, jeden Tag war es besser. Aber schockierend. Aber so aufrütteln, dass, also das war grandios. During the performance, Peik threw beans, that is food, into the audience. And that was a total shock, because we were after the war, still very hungry. I always say our consciences raising drug was hunger. We were all very hungry. We lived very ascetic. And that was the after-war atmosphere. So there comes Peik and throws beans, food, into the audience. So the Cologne cultural attaché, the person who was involved, got from the town fathers a stop. This we don't support. We don't give money for some performance of crazy artists who throw food in the audience. So the director of the audience of the theater had to say stop, because he couldn't pay the actors. We all played for nothing, but the actors had to be paid and the theater had to be rented. So I said, okay, I will get the money, give me one day. No? And I had 24 hours, we met after the concert, or we got the message already in the night that it stops. No? So I had 12 hours to get the money together. And I went to all the Cologne people who supported art, and even the man who gave the veto and said forbidden, he gave us money. He said, privately I'm for you, but officially I cannot. So even he gave us 1,000 marks. So in the evening I had 5,000 marks together and we could say we go on. So we could pay the four performances ourselves. Ne? Und wir haben das dann in New York nochmal aufgeführt. Da hat David Beermann die Regie gemacht und da hat Helen Capro, war der Regisseur, und sagt, das ist das erste Mal, dass er ein Happening eines anderen aufführt. Er ist ja der Erfinder des Namen Happening. Und er hat zum ersten Mal Regie geführt an eines anderen Menschen Happening. Ich war im Hintergrund und die Charlotte Moorman hat mit dem David Beermann das nach außen repräsentiert. Und da gab es jetzt die Spaltung der Fluxusbewegung. Das war ganz spannend. Wir führten die also auf und plötzlich am Abend der Uraufführung, es war noch hell, es war im Sommer, sahen wir auf der anderen Straßenseite die halbe Fluxusbewegung, also Yoko Ono und Takako und Henry Flint und Mark Jonas, die gingen alle mit Plakaten rauf und ran, nieder mit Stockhausen, nieder mit dem Faschismus, das heißt, die benutzten Stockhausen jetzt als Fahne, wo sie gegen sind. Dann gab es dann Proteste, wieso, Stockhausen ist da auch ein Radikaler, den können wir doch nicht bestreiten. Ich habe den später gefragt, Mark Jonas, warum machst du sowas? Ne? Er sagte, ja, wenn ich jetzt meine Ideen politisch, die ich hier habe, äußere politisch, komme ich ins Gefängnis. Also wenn ich benutze ich jetzt den Stockhausen als Faschisten, als Kapitalisten, als Arrivierten, um an der Kunst das festzumachen. Das finde ich unfair. Ja, aber jetzt das Köstliche daran war, dieses ganze Theater mit dem Transparenten, die da voraus. Die New York Times schreibt am nächsten Tag, welch großartiger Anfang von Stockhausen, sein eigenes Stück zu bestreiten. Das heißt, die haben sich den Schwarz geärgert, die Leute. Jetzt haben die sich jeden Tag was anderes ausgedacht. Wir waren natürlich präpariert. Wir wussten, irgendwas passierte. Jeden Tag passierte was anderes. Einmal, da kommt ein Tier drin vor. Wir haben immer aus dem Bronx Zoo im Taxi einen Affen abgeholt. Der wurde dann durch die Originale geführt, kam dann da raus. Und das jeden Tag, der Affe ist noch nicht da. Was ist los? Der Affe ist noch nicht da. Ich ahne Schlimmes.
Gehe raus auf die Straße, es ist heller Sonnenschein, ich kann kaum sehen, kommt da so eine kleine Frau mit so einem Kapotthühnchen, gibt es nur in Amerika, so ein Blumenhühnchen, uralt, geschminkt, Turnschuhe unten, ne? Das gibt es nur in Amerika, mit so einem Pinscher in der Hand, über die Straße. Ich sage, tun Sie mir einen Gefallen, kommen Sie bitte einmal, Sie brauchen nur mit mir, ich führe Sie durch. Sie müssen bloß einmal auf die Bühne sein, bringen Sie wieder raus. Bitte kommen Sie mit. Und ich rede Schauspieler. Ja, so macht sie. Ne? So, jetzt hole ich Sie rein an der Hand mit dem Pinscher, der kläfft in die Gegend, ne? Voller Lacherfolg. Ich bringe Sie auf die Bühne, die kann immer noch nicht gucken, weil wir aus der Sonne kamen, mal abends. Guckt sie dann, der Pinscher kläfft, ich wieder weg von der Bühne und ich saß hinten auf so einer Kiste. Und da wollte sie noch bleiben und setzt sich neben mir. Wie war es so schwer? What are you doing here? Hat ihr so ein bisschen erklärt, ja, wir machen hier das und das. Oh, we did this in Milano all the time. Das war eine Dana-Künstlerin, uralt. Ja, stellt euch das vor. Stellt euch das vor. Das ist doch, es gibt keinen Zug. Da hat man diese tolle. Und jeden Tag berichtete die New York Times über diese wunderbaren Dinge, die passierten. Und eine Geschichte, da war der Pike ganz toll. Also ihr wisst euch, Allen Ginsberg kam gerade aus Indien und hat immer mit dem Quetschen gesungen. Der war nur am indischen Mantra am Singen. Der war also da vorne am Quetschebügeln. Und dann kam Pikes Stelle und da kamen zwei, auch wieder gut angezogen, zwei Fluxusleute, verkleidet, und haben den Pike gepackt und haben ihn an ein großes Eisengerüst, wo oben der Capo saß, der Regisseur, angefesselt. Ne? Und Pike hat sich überhaupt nicht gewehrt und ich dachte, Mensch, hat er sich heute wieder was ausgedacht. Ne? Ich bin auch drauf, hat er sich heute wieder was ausgedacht. Dann sagt er ganz friedlich zum mir mit dem Fachmann, wie war er menschlich. Völlig friedlich, war ihm völlig egal, da war er angebunden, war ihm völlig egal. Sagt er, Alan, please bring your shoe. Ne? Alan hört auf, nimmt den Schuh, hat er nun die Badewanne vorbereitet, wo er ja reinspringen wollte und sich dann schamponieren. Dann hat er gesagt, er soll jetzt ein Wasser geben. Und dann sollte er seinen Schuh nehmen und dann hat er das Wasser dahin, da haben die mit dem Schuh eine Brüderschaft getrunken. Ne? Ja, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie spontan der Pike dann so eine Situation löste. Und die zwei sind hinten aus der Bühne wieder raus und die hatten das offensichtlich geübt, da ist ein Feuerausgang, da konnte man die drei Stockwerke dann runter. Die waren aber abends schon zugeschlossen, diese Feuertreppe. Und die saßen am Schluss nach der Ausführung zitternd da mit den zwei und dachten, was machen wir jetzt? Hat er einen Krapp und sagt, ich hole den Schlüssel, ihr könnt gehen. Ne? Wieder eine Szene. Und so ist jeden Abend eine Szene passiert, die das ganze Stück nur besser macht. Eins verübel ich den Fluxusleuten, sie haben dann per Elektronik, telefonisch, da wo Charlotte Mormann, die wohnt in einem Hotel, haben sie ihr die Ohren ruinieren wollen. Da die aber nicht direkt das Telefonnummer hatte, sondern eine Telefonistin, die haben da solche Dinger im Kopf, die ist ins Krankenhaus gekommen. Die haben dann einen Ton da reingeschickt und die ist ins Krankenhaus gekommen. Oh, das ist so. Und das fand ich gemein. Das alles andere, was ihr gemacht habt, kann man als künstlerischen Gag sehen, aber das ist Körperschädigung. Das ist gemein. Und da hat der Pike auch dann gebrochen. Pike war dann natürlich sehr höflich und hat das immer sehr gut. Aber eigentlich hat das die Fluxusbewegung, hat sich an diesem Original Stockhausen 1964 getrennt. Die eine, die dann sehr radikal, auch sehr in sehr physische Dinge gingen, und die anderen, die sagten, nee, das machen wir nicht mit. Stockhausen hat derart viel bewirkt in der Kunst und ist eigentlich ein radikaler Vorkämpfer. Den können wir nicht so fertig machen. Es ist ihm nicht gelungen, weil die Originale sind so angelegt, dass alles, was passiert, ist Teil der Sache.